Leute, was geht ab? Mein Name ist Hidobel Zeddy und willkommen zu einer neuen Stream-Zusammenfassung von meinem Stream am Montag. Ihr wisst es, jeden Montag um 18 Uhr gibt es einen Stream vom ARK-Community-Server, Leute, von EasyTaker vs. Dinos. Das habe ich gerade wieder zusammengeschnitten. Es dauert so lange, eine Zusammenfassung vom Stream zu schneiden. Meine Güte, fast immer 3 bis 4 Stunden mindestens Material von einem Livestream zusammenzufassen, ist ganz schön viel Arbeit. Also, falls einer von euch da draußen sein sollte, der die Arbeit übernehmen möchte, gerne Zusammenfassungen von einem Stream macht, von mir aus gerne, falls sich da einer anbietet. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail oder so. Es ist echt so wahnsinnig Zeitraum. Aber ich will gar nicht heulen, Leute. Ich gehe nämlich jetzt schon direkt wieder los mit der Stream-Zusammenfassung. Spannende Themen fangen zum Beispiel an. Wir fangen an mit dem Thema Schwitzen zum Beispiel. Wenn das keine gute Stream-Einleitung ist, dann weiß ich es auch nicht. Viel Spaß mit dem Video und Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Bis dann, tschüss! Ich werde auf jeden Fall diesen Stream noch komplett wegschwitzen wahrscheinlich, weil die Sonne hier unnormal reinballert. Das seht ihr auch immer. Mein Hintergrund ist nicht so richtig knallrot, sondern hat so einen leichten Gelbstich. Und das liegt daran, dass die Sonne hier reinballert. Hoffen wir mal, dass es jetzt richtig schlechtes Wetter gibt und ich dann in Ruhe streamen kann, Leute. So, was wir diesen Stream noch machen wollen, das sind so eigentlich zwei Sachen, die werden wir höchstwahrscheinlich nicht fertig bekommen, aber anfangen, allemal. Wir haben ja schon im letzten Stream angefangen, hier so Häuschen zu bauen, also die ersten Shops. Die sollen so ein bisschen vollendet werden und vielleicht wird auch noch ein bisschen rumprobiert, wie man sozusagen die Gänge nach oben machen kann, wobei ich mich darauf noch gar nicht so richtig festlegen würde. Ja, vielleicht ein bisschen rumprobieren. Ich hatte nämlich vorher so Ramps bzw. Sloped Roofs machen, dass man hier so hochlaufen kann. Auf jeden Fall wollen wir hier diese Shops fertig machen, dass wir hier einmal so einen veganen Shop machen, ja, so irgendwie so einen Gemüseshop, dass wir so einen Holzshop machen, einen Steinshop, vielleicht sogar den ersten Metallshop, irgendwie sowas um den Dreh, hier die komplette Küste entlang und ich hoffe, dass der Bausquad sich dann in Zukunft hier noch ein bisschen darum kümmert, dass wir hier generell so ein bisschen weiterkommen, was oben diese ganzen Seedings betrifft. Dafür brauchen wir natürlich ausschließlich fleißige Leute, die uns hierbei unterstützen, die hierbei noch fleißig Stein sammeln und so weiter und so fort, datieren die entsprechenden Kisten reinpacken. So, hier ist auf jeden Fall schon gut Stein am Start und genug Holz und so weiter am Start, dass wir hier weitermachen können. Viele haben auch in die Kommentare geschrieben auf YouTube, warum macht er denn nicht die Pillars aus Holz? Das wäre doch viel günstiger, also die Pillars, worauf die ganzen Ceilings hier gebaut werden. Aber wenn dann einmal ein Giga kommt, ich meine, Giga macht sowieso alles kaputt, aber gerade dann bei Holz ist natürlich alles direkt viel schneller kaputt und dadurch, dass wir da oben drauf auch dicke Häuser bauen wollen und so weiter, wäre das natürlich alles nicht so geil, deswegen bauen wir hier alles komplett aus Stein, denn wir wollen das Ding natürlich richtig, richtig nice bauen. Das heißt, wenn ihr Leute Quetz am Start haben, wenn ihr Leute Biber am Start haben, wenn ihr Leute Dödel am Start haben, gerne hier hinkommen, gerne in Kombination, auch mit einer Anke oder weiß ich nicht was, fleißig farmen, damit wir hier weiterkommen und damit wir vor allen Dingen auch die nächsten Shops bauen können. Richtig krass finde ich auf jeden Fall. Das letzte Community-Video, also vom Community-Server, da habe ich ja darüber gesprochen, über die ganze Sache mit dem Giganoto-Angriff und so weiter und so fort. Und da habe ich ja erwähnt, dass der Ghost-Like die komplette Story sozusagen mit dem Angriff von dem Giganoto aufgezeichnet hat und auf seinem Kanal hat. Und ich habe sein Video von der ganzen Sache, Alter, wie viele Herzen, habe ich, Dankeschön an euch, sein Video, wo alles drin vorkommt, habe ich in der Beschreibung ganz oben verlinkt. Und fuck, man, ich glaube, der Ghost-Like hatte um die 200, 210 Abonnenten. Und durch dieses Video hat der Ghost-Like jetzt... Der Ghost-Like hat einen Abonnentenzuwachs. Das schaffen selbst die größten YouTuber in Deutschland. Auch nicht alle Tage, muss man dazu sagen. Ein Abonnentenzuwachs von täglich, glaube ich, über 3000 Abos gehabt oder so. Also wenn man das Ganze mal prozentual zusammenfassen will, dann ist es wirklich unmenschlich. Ja, fast 5500 Abonnenten hat er mittlerweile. Und seine Folge hat jetzt 40.000 Klicks fast. Obwohl seine vorherigen Folgen, glaube ich, sowas um die 1000 Klicks hatten oder so. Das ist wirklich krass. Also Ghost-Like freut mich auf jeden Fall mega, falls du gerade am Start bist, dass das Ganze so gezogen hat. Mega cool, freut mich auf jeden Fall für dich. Und die Folge war ja auch wirklich mega nice. Also das ist wirklich sauheftig, was da entstanden ist. Ziel wird es auf jeden Fall sein, hier die Shops zu machen. So, wir haben jetzt mittlerweile auch schon echt saukrass viele Ressourcen zusammengesammelt, um die ersten Shops hier zu machen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr geil. Dann können wir doch gleich direkt anfangen, die nächsten Shops zu machen. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und ich hoffe natürlich, dass hier auch noch viele von euch am Start sind, die fleißig helfen, hier mitzufahren. Momentan gibt es ja echt so ein kleines Thatch-Problem, ne? Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Hier außen hat jemand zwar immer viel Thatch reingepackt, aber es scheitert momentan ein bisschen am Thatch. Aber das ist nicht so schlimm. Scheitern ist, glaube ich, hier der falsche Begriff. Vor allen Dingen jetzt, wo wir schon so viel gecraftet haben. Wir haben schon ultra viel zusammengecraftet, auf jeden Fall, Leute. Mir war vollkommen klar, dass dieser Hafen ein riesiges Projekt wird. Aber er ist tatsächlich auch
so krass, wie ich das dachte. Man denkt natürlich immer so ein bisschen, ja, das ist echt heftig. Aber vielleicht klappt es ja doch schneller, aus irgendeinem Grund. Aber man muss sagen, nee, der hat es schon tatsächlich in sich und der dauert auch tatsächlich so lange, ohne groß sich Hoffnung zu machen, ja, wie er halt dauert sozusagen. Morgen kommt gerade von der Arbeit, ich wollte nur erwähnen, dass du einen 24-Stunden-Stream schuldest. Wenn du die 100.000 knackst, hast du selber versprochen. Hab ich das? Hab ich nicht. Oder? Ich hab das nie gesagt. Meine ich. Also wenn, dann ist es ultra lang her, aber ich glaube auch nicht, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, ich war so, mach ich nicht, soll ich machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Habe ich aber nicht safe gesagt, oder? Boah, ich weiß es nicht. Morgen kommt gerade von der Arbeit. Ich wollte nur erwähnen, dass du einen 24-Stunden-Stream schuldest. Wenn du die 100.000 knackst, hast du selber versprochen. Hab ich das? Hab ich nicht. Oder? Ich habe das nie gesagt. Meine ich. Also wenn, dann ist es ultra lang her, aber ich glaube auch nicht, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, ich war so, mach ich nicht, soll ich machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Habe ich aber nicht safe gesagt, oder? Boah, ich weiß es nicht. Beim 24-Stunden-Stream an sich ist es kein Problem. Ich bin auch jemand, der eigentlich nicht schnell müde wird. Das heißt, die 24 Stunden würde ich mir schon zutrauen. Ich würde mir nur eher zutrauen, dass ich mir irgendwann nach 3 Stunden denken würde, so... Nach 3 Stunden, habe ich jetzt gerade 3 Stunden gesagt? Als ob ich... Der Stream dauert ja meistens schon 3 bis 4 Stunden. Wobei das heute ein bisschen enger wird wahrscheinlich. Aber ich würde mir dann irgendwann denken, so, ja... Was zocke ich denn jetzt? Ark hätte ich wahrscheinlich dann schon Giganotto gezähmt oder so und würde wahrscheinlich keinen Spaß mehr im Spielen haben irgendwie, weil ich dann schon so viel gemacht habe. Man kann natürlich auch die ganze Zeit durchbauen, aber ich weiß nicht, ob da nicht irgendwann der Spielspaß verloren geht. Dann kann man natürlich noch CS spielen. Das kann ich natürlich auch gut und gerne nochmal 8 Stunden. Boah, nee, oder? Das ist schon hart. Dann könnte man noch vielleicht Rocket League spielen. Dann könnte ich aus Langeweile vielleicht einen Park noch bei Rollercoaster Tycoon bauen. Dann könnte ich vielleicht nochmal City Skylines auspacken. Aber dann wüsste ich auch schon... Minecraft natürlich, klar. Aber dann wüsste ich auch schon nicht mehr, was ich spielen sollte. Oder reicht das schon für einen 24-Stunden-Stream? Also ich könnte natürlich gerne mal einen machen. In nächster Zeit, muss ich sagen, fehlt mir dazu aber die Zeit. Aber wenn viele Bock drauf haben. Ich habe mir jetzt überlegt, auf jeden Fall die Shops immer so 3 breit zu machen. Ich finde, das reicht vollkommen. Das könnten wir dann theoretisch hier noch aus Glas machen. Müssen wir mal gucken. Oder halt einfärben, irgendwie so ein Mittelding. Keine Ahnung. Dazwischen können wir dann eigentlich immer einen freilassen. Und dann können wir irgendwie das nächste wieder hier hinmachen. Irgendwie sowas um den Dreh würde ich mal behaupten. Einfach um das vorrangig jetzt mal irgendwie so zu regeln. Heißt, das Ding hier würde erstmal wieder da stehen bleiben. Und das hier könnte wieder eingerissen werden. Das würde bedeuten, ich jump hier hoch. Macht das Gerät kaputt. Warte mal, wenn ich das... Okay, gut. Es hat es automatisch schon gemacht. Meine Sorge wäre jetzt gewesen, dass wenn ich das kaputt mache, dass auch das Dach kaputt geht. Aber anscheinend nicht. Da müssen wir uns darum nicht so viele Sorgen machen. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen Stein droppen, damit ich mich wieder bewegen kann. So. Und dann können wir mal gucken, dass der Kollege da vorne vielleicht auch mal lieber mithilft, anscheinend mit seinem Rex hier rumzuschreien. Und dann hier den zweiten Shop direkt daneben zu machen. Ist dann die Frage, wenn wir die Shops so nah aneinander setzen, ob dann auch noch die Slop-Sachen hier passen. Also ob man tatsächlich dann überhaupt noch so Wege runterbauen kann. Oder ob das dann zu eng wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch nicht mehr klappt. Deswegen sollten wir uns jetzt höchstwahrscheinlich hier erstmal... da ist einer gestorben. Und dann machen wir die Shops natürlich so einheitlich groß. So, wie wir das ja auch schon gemacht haben, ne? So 3 breit und so, dann passt ja dann auch schon, ne? Leute, passt ja dann. Der Server ist leider voll. Erweiterst du irgendwann die Slots? Ist tatsächlich der Server schon wieder voll? Leute, was macht ihr denn? Ihr könnt ja auch nicht so den Server sprengen. Ich schau mal gerade nach. Der Server ist tatsächlich voll. 70 von 70 Leuten sind wieder drauf. Eieieiei. Das tut mir immer leid, aber ich sag's immer wieder, ich kann euch leider nicht, vor allen Dingen nicht während den Streams garantieren, dass ihr immer hier einen Platz findet, auf dem Server, weil mittlerweile so viele Easy-Taker am Start sind hier und dass auch immer neben den Streams kommen so viele Subs immer dazu, die auf den Server kommen. Richtig krass, dass der hier echt sauhäufig komplett voll ist. Nee, das stimmt gar nicht. Komplett voll ist er nur während den Streams. Ich habe den bislang noch nie komplett voll neben den Streams gesehen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ja, was die Slotzahl betrifft, werde ich den nicht erweitern, da mittlerweile die Arc Engine, nicht mittlerweile, eigentlich sogar von Anfang an, die Arc Engine plus die Server etc. das nicht so richtig funktionieren lassen, dass mehr als 70 Leute, also klar, man könnte glaube ich 150 Leute Maximum einstellen, aber dann wird der Server richtig laggen und dann wird das Spiel keinen Spaß mehr machen. Also mit laggen, muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr froh und damit klopfe ich jetzt hier mal auf Holz.
bin ich sehr, sehr froh, dass wir damit echt nicht so Probleme haben. Und an sich laggt der Server ja eigentlich so ziemlich gar nicht. Es sei denn, also reines Laggen von wegen, er hält kurz an. Oder man kann Sachen nicht rüberziehen, also so ein Speicher sozusagen. Der ruckelt halt nur dementsprechend, wenn zu viele Structures oder so in der Nähe sind oder jemand halt mit dem Bronto farmt. Das ist natürlich auch mal wieder so ein ganz anderes Problem. Aber ansonsten läuft der Server ja sehr stabil und falls wir da mehr als 70 wären, ich kann natürlich nochmal fragen, die Leute von G-Portal, ja, die hier ja den Server hosten, ob das vielleicht langsam oder irgendwann mal in Zukunft mal wieder machbar ist. Und wenn die sagen, ja, wir können sagen, wir können jetzt mittlerweile 100 machen, ohne dass der Server ruckelt, ja, während dem Stream, dann stellt euch mal vor, der ruckelt übertrieben, während ich streame, dann kann man den Stream auf jeden Fall auch in die Tonne kloppen. Dann mache ich das natürlich sehr gerne. Von mir aus können hier auch gleichzeitig 300 Leute draufspielen. Die Map ist riesig. Wir haben Platz für jeden quasi. Man dürfte nur nicht zu krass nah aneinander bauen, denn, aber das werden die Leute mehr selber merken, wenn ihr zu den Isigara-Fällen kommt. Dann wird es schon so krass laggy, dann fängt es so krass an zu ruckeln, bei jedem Einzelnen einfach, weil da auch kein Prozessor mehr mitmacht, ja. Die Spiele sind, also gerade Ark, was noch in der Alpha-Phase ist, ist einfach momentan noch nicht so wirklich darauf ausgelegt, dass so viele Leute an einer Sache bauen. Da kommt Ark nicht ganz drauf klar und die Server und alles mögliche. Ich bin kein Programmierer, aber das ist auf jeden Fall so, ne. Das funktioniert leider noch nicht. Zack, 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 nochmal gerade hinfliegen. Und dann haben wir aber auch echt schon ultra heftig viele Slots für Shops. Also da müssen wir echt mal schauen, ob wir so viele Shops überhaupt belegen können, ne? Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt tatsächlich, man macht jetzt hier einen Shop für... Alter, was ist denn los? Du sollst da landen. Digi, lande. So, sehr gut. Jetzt hier so, wir fangen mal ganz vorne an. Wir machen jetzt hier so Gemüse, Wood, Stone, Crystal... Metal, Pearls, Öl, Fleisch, Dinos, Kot. Wird schon schwierig, ne? Was soll man da noch alles handeln? Waffen noch? Wie findest du eigentlich Survival of the Fittest? Skull Bad Boy, ich habe noch nie Survival of the Fittest gespielt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich höre aber von allen Seiten, dass das richtig cool sein soll. Vielleicht mache ich einfach mal eine Folge Survival of the Fittest auf meinem YouTube-Kanal, wo ich das einfach mal ausprobiere. Hättet ihr da Bock drauf? Wenn ja, schreibt es in den Chat, für die wissen, die nicht wissen, wie es ist. Survival of the Fittest ist sowas wie Varo, nur in Ark und in kurz gefasst, ja. Also es wird dann nicht über Wochen gehen, sondern man nimmt, glaube ich, 2 Stunden dann sozusagen auf oder 2,5 oder so. Und dann ist Taming und so weiter geht schneller, Farm und so weiter geht schneller und man kämpft dann sozusagen gegen andere Spieler. Viele schreiben ja. 100k Easy Taker GG, sind wir echt 100.000 oder was? Schreibt der Mastercon. 100.000 Easy Taker am Start, Leute. GG, mega nice. 100.000 und 12 Easy Taker, 100.000 Follower. Richtig, richtig krass. Dankeschön an euch alle. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Mega heftig, dass wir jetzt hier auch schon 6-stellig sind, Alter. Richtig, richtig krass. Nachdem wir jetzt die restlichen Shops auch noch zugebaut haben mit Walls, fangen wir an, die schön zu machen und einzurichten. Und dann wären das die Beta-Shops, um dann dementsprechend erstmal die ersten Leute da einziehen zu lassen und die ersten Shop-Betreiber da klar zu machen sozusagen. Und dann schauen wir mal, was ist gut, was ist schlecht am Shop, was kann man da noch ein bisschen dran verändern, was wird generell vielleicht bei Shops mehr das Problem sein und so weiter und so fort. Da machen wir als allererstes einen Narkotikstand. Also wäre auf jeden Fall nice, wenn einer von euch dunkelgrüne Farbe hat, der kann direkt zum ersten Shop kommen und dann machen wir dann Narkotik-Shop auf. Das ist echt eine coole Idee. Ich glaube, das könnte nice aussehen, dass wir hier das nach außen hin alles so falsch rumsetzen. Also, dass wir quasi... Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass es auch man von beiden Seiten aus richtig machen kann. Ach krass, dann hat man die doppelt gebaut und dann sieht man von beiden Seiten erstmal nicht dieses Holz und zusätzlich hat man natürlich dann auch noch doppelten Schutz. Und natürlich reißt sich das ab. Das ist ja echt wieder sowas von klar gewesen. Also so, das Holz soll so nach außen. So, dann könnte man das nämlich so komplett machen. So, Moment. Das auch noch abreißen. Und dann würde sich das so ein ganz kleines bisschen... Och Mann, ey, warum funktioniert das nie in Ark? Ja, dann sieht das nämlich, dann hebt sich das so ein ganz kleines bisschen ab. Könnte, glaube ich, wenn man das ein bisschen häufiger macht und dann nur noch einfärbt, glaube ich, ganz geilo aussehen. Ark ist echt nicht mein Freund.
Ich bin mir bei den Shops generell noch so ein bisschen unsicher, wie die denn überhaupt auf Dauer eigentlich funktionieren sollen. Wir probieren das aus, ja. Wir sind ja sowieso hier arg in der Beta-Phase und so. Und ich weiß, ich habe auch jetzt nicht die Monster-Erfahrung mit Community-Server. Das ist mein erster Community-Server. Und wir probieren das natürlich gerne aus. Und wir finden dann heraus, ob die Shops nicht total unnötig sind. Und ob sie sowieso nicht klappen. Und ob wir das eh nicht machen können, weil die Leute nie da sind. Oder ob sowieso keiner vorbeikommt und was kaufen will. Was ich mir auch gut vorstellen könnte oder so. Aber wir probieren es natürlich aus, ja. Wir sind natürlich hier die Tester vom Dienst und sowas, ne? Die Testimonials und so. Wir können halt natürlich alles ausprobieren. Und es sieht natürlich auch alles schön aus. Ich hatte, glaube ich, mal letzte Folge angesprochen, dass ich eigentlich nicht mehr während den Streams zähmen wollte. Hat folgenden Grund. Die Leute laufen mir immer hinterher, wenn ich zähme. Dann hat irgendwer den Dino auf neutral oder aggressiv. Dann greift er den Dino an, den ich eigentlich gerade zähmen will. Die Leute stehen im Weg und das ist immer übelst stressig. Deswegen werde ich das Zähmen vermutlich eher in meinen Zusammenfassungsfolgen und nicht im Stream machen. Und das Zähmen ist ja auch keine Community-Sache, sondern eher eine Sache für mich persönlich. Und deswegen bietet es sich eigentlich immer mehr an Community-Projekte. Boah, da muss er aber auch aufstoßen. Wahnsinn. Community-Projekte während den Streams zu verwirklichen. Wie den Hafen, wie dann letztendlich, und das ist nicht mein Dino, den Stall, den Dino-Stall. So, da ist der Uwe. Mensch. Mensch! Habe ich den Uwe ja fast gar nicht mehr gesehen. Wäre das für möglich gehalten. Das heißt, man könnte hier so drei Boxen hinmachen, ne? Das würde ja schon mal ganz nice aussehen. Dann kann man das immer so genau mittig hier ans Holz packen. Und so weit nach hinten wie geht. Okay. Aha, diesmal hat es aber funktioniert. Zack. Zweiten Shop. Zweite Storage Box. Und dann machen wir noch die dritte hin. So, dann werde ich hier einen PIN-Code drauflegen. So, einen PIN-Code drauflegen, den ich dann weiterleiten werde an den Jules und der kann den dann auch wieder weiterleiten. So, der Jules wird jetzt auf jeden Fall den PIN-Code weiterleiten an den Rapid. Der ist schon hier am Start. Er heißt sogar tatsächlich Rapid Death. Da kann er dann seine Sachen lagern. Das heißt, das ist jetzt hier sozusagen das Lagerhaus. Da kann er das ganze Narkotik-Zeugs und so weiter reinpacken. Und ja, das ist jetzt momentan der Shop. Ich hoffe, es kommt noch... Oh, was eine schöne Abendsonne hier. Wo ist sie überhaupt? Die geht wahrscheinlich irgendwo hinterm Berg und... Oh, auf jeden Fall ist das jetzt theoretisch der erste Shop. Wenn jetzt noch irgendwer mit Farbe da ist, dann können wir den Shop noch anmalen. Das finde ich noch sehr, sehr nice. Und dann können wir auch die Large Storage Boxen anmalen. Und dann können wir uns auch eigentlich darum kümmern, dass da oben dann bald mal der Shop noch ein bisschen schöner aussieht, Leute. So, hier ist der Shop. Und jetzt müsste man den noch eigentlich anmalen können, ne? Nice. Oh, wie geil. Warte mal, dreh dich mal um. Das ist innengrün. Ah, okay. Das heißt, wir machen immer Region 1 und 5. Das Holz machen wir nicht. Das Holz muss immer braun sein. Das wird so einheitlich. Also jeder bekommt so seine Farbe. Aber das Braun von dem Holz wird in jedem Shop einheitlich sein. Damit wir auch so die einheitliche Farbe des Hafens natürlich hier am Start haben. Aber das ist geil. Das macht es doch direkt hier viel wohnlicher. So und dann vielleicht unten noch. Boah, dann ist es aber auch echt ekelhaft grün, ey. Eieieiei. Egal, sieht cool aus. Okay, Narkotik hat er gesagt, ist schon am Start. Nice, da hat er schon mal 300 Narkotik hier direkt reingepackt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Der Laden ist eröffnet, Leute. Der Laden ist eröffnet. Wir haben den allerersten Laden. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich ein Namensschild. Und zwar ist das der Narkotikbude hier vom Rapid Death. Schrauben da am Start sind. Und dann nennen wir das Rapids Narcotics Hütchen. Alles klar. Nennen wir es so. Spectre wird einen Waffenladen machen. Spectre, okay, ja, ja. Spectre hat ja gerade schon mit mir gesprochen. Er wird einen Waffenladen machen. Das passt auf jeden Fall. Alter, wie cool muss es dann nachts aussehen? Eieiei, freue ich mich da drauf. Okay, ich will, dass wir das hinbekommen. Aber erstmal muss ich zum richtigen Shop laufen, bevor ich zum falschen gehe. Ja. Bevor ich zum falschen gehe, muss ich erstmal zum richtigen Shop laufen. Jetzt wird das alles angemalt. Zack. Zack. Und da eröffnen wir auch noch den Waffenshop. Okay, alles klar. Gut, der Spectre ist auf jeden Fall schon mal alles gut. Nee, Spectre! Nein! Ja, genau deswegen wollte ich es selber machen. Ah, Spectre, du Trottel! Du sollst sie nicht alle komplett rot machen. Nein, du musst gucken, wie das im grünen Shop war. Ach, Spectre, deswegen wollte ich es selber machen. Leute, da, so sollen die werden. Die sollen in jedem Shop so aussehen. Und ich dachte, wir könnten hier im Hafen einen schön einheitlichen Style haben. Hier Holz. Und jetzt macht er das alles so schwarz.
Naja, finde ich nicht schön, Spectre, sage ich ganz ehrlich. Schön ist das nicht. Was ich mir so gedacht habe, ist, es bleibt alles so, wie es gerade ist. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Direkt so voll angepisst. Oh, warum machen wir das nicht einheitlich? Direkt am Rumheulen. Und ich kann man seinen Shop selbst einrichten. Ja, beim Spectre ist jetzt, glaube ich, eine Ausnahme. Spectre, solange du den von außen so lässt und ich meine, viel Platz bietet das Ganze hier sowieso nicht mehr. Eigentlich wäre es mir sogar nur wichtig, dass die von außen einheitlich aussehen. Mann, Alarm, schreiben alle rein in den Chat. So, dann haben wir jetzt hier auch gleich schon den zweiten Shop und den dritten Shop. Aber ich denke mal, den werden wir heute noch nicht einrichten. Da gucken wir die Tage mal, wie das funktioniert mit den Shops und so. Ich will halt jetzt hier auch nicht mehr lange ziehen, Leute. Wir haben jetzt die ersten Läden, ja? Wir haben jetzt hier einmal den grünen Laden hier vom Rapid Death. Der hat einmal das Narkotikhütchen. Und dann haben wir einmal den Waffenladen, also diesen roten Laden hier vom Spectre. Und den nennen wir... Er hat auf jeden Fall nicht geschrieben, wie er nennen wollte. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal Spectres Waffenladen. So, das heißt, wir machen jetzt hier wieder ein Schild hin und nennen das Gerät Spectres Waffenladen. Dann haben wir das auch gekennzeichnet und dann schauen wir mal, ich werde auf jeden Fall Rücksprache mit den beiden halten und generell natürlich mit allen Easy-Takern, wie das hier so funktioniert, ob das wirklich Sinn ergibt hier mit den Läden, ob die Leute wirklich sich daran beteiligen, ob immer Leute da sind, ob hier wirklich richtig gehandelt werden kann, wie wir das am besten in Zukunft mit dem Handeln machen, ob das alles so funktioniert, wäre auf jeden Fall nice. Genau, und ob wir das noch ein bisschen schöner bekommen, Leute, dann müssen wir aber, wie gesagt, noch ein ganz kleines bisschen probieren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir immerhin jetzt den Schritt haben, ja. Und oben die Fläche wird ja auch immer, immer größer. Also da tut sich ja schon einiges. Jetzt geht es doch noch mal ein ganz kleines bisschen schneller hier mit dem Hafen. Das freut mich auf jeden Fall, dass wir hier schon kleine Fortschritte erzielt haben. Auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht das neue Dino-Gehege gestartet haben. Aber immerhin sind die Läden am Start farblich, sowohl mit Inhaber als auch mit Boxen drin, wo alles reingepackt werden kann. Was ist dein Lieblingsessen? Ich habe gerade Hunger, deshalb frage ich sowas. Oh, Lieblingsessen ist schwierig. Momentan oder so seit einem Jahr bin ich richtig heftiger Sushi-Fan. Kann aber auch auf ganzer Linie verstehen, wenn Leute sagen, dass die Sushi nicht geil finden. Weil das halt so ein bisschen fad ist, sage ich mal. Ne, muss man sich so ein bisschen so zusammen machen, dass es halt geil ist. Und ich finde so vieles Verschiedenes an Sushi richtig geil. So Sushi mit Mango oder so finde ich auch richtig nice. Ich würde sagen, momentan ist es echt Sushi, aber ich bin jemand, der eigentlich alles mag. Es gibt fast nichts, was ich nicht mag, ne? Damit meine ich jetzt nicht sowas wie Kacke oder so, ist mir schon klar. Das mag ich nicht, wahrscheinlich, aber aber ansonsten esse ich alles. Sei es Erbsen, sei es Rotkohl, sei es Kartoffelpüree, sei es Spinat, finde ich alles lecker. Aber das soll es jetzt mal wieder gewesen sein vom heutigen Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seht auch ein bisschen hier den Erfolg, den wir hier gemeinsam erzielt haben, Leute. Ich finde es sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich da was tun wird mit unseren Läden, ob da was passieren wird, ob da fleißig gehandelt wird. Ich werde auf jeden Fall gut Rücksprachen mit den anderen halten, Leute. Da bin ich mal, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, ob das alles so funktioniert. Und ja, mega nice. Die weiteren Shops und weiteren Anmeldungen sozusagen für, ja, ich möchte einen Shop machen und so, macht ihr dann wahrscheinlich am besten im TS aus, irgendwie mit den anderen. Will ich jetzt auch mal nicht so explizit sagen, wie und so, sonst werden meine Leute dann auch irgendwie, meine Mods irgendwie voll gelabert von allen Seiten. Ich will einen Shop haben, ich will einen Shop haben. Wir machen das mit den Leuten, die sich schon so ein bisschen etabliert haben auf dem Server, wo wir wirklich sehen, denen können wir vertrauen und die haben da echt Bock drauf und so. Und die sind dann nicht nach einem Tag schon wieder weg und so weiter und so fort. Das versuchen wir so ein bisschen so zu machen. So intern, sage ich mal, Leute. Aber wie gesagt, das war's mit dem heutigen Stream. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben. Danke an alle, die dabei waren, Leute. Take this easy. Ich mache jetzt noch einen geilen Song an hier gemeinsam. Flieg noch ein bisschen über die Map oder sowas in der Art, Leute. Und dann soll es das heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Montag um 18 Uhr dann wie immer, Leute. Schaut überall vorbei. Twitter, Facebook, Instagram. Ne, ihr wisst Bescheid. Snapchat heiße ich i2...